wunderschönen guten Morgen aus Texas. Yay. Wir sind aufgestanden, aber gestern, wir wären auch gerne liegen geblieben. Gestern war blauer Himmel und trocken, heute ist richtig Regen. Heute Morgen war sogar laut Wettervorhersage Schneeregen angesagt. Sebastian möchte nämlich nach schönen Cowboy-Boots gucken. Ich sprach von gucken. Was hast denn du da in der Hand, Herr Wolz? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das Geheimnis? Das ist noch ein Geheimnis. Oh. Ja, Fort Worth ist eine Stadt direkt neben Dallas. Wir würden mal sagen, vermutlich ist es nur bekannt, weil dort die Stockyards sind. Es ist alles so ein bisschen auf Wild West gemacht. Dort gibt es noch Rodeo, Reiten, eine Menge Stiere, die man bewundern kann. Aber hauptsächlich ist es doch irgendwie sehr touri-behaftet und es gibt mehr Einkaufsläden als alles andere. Trotzdem, wenn ihr in der Nähe seid, nehmt es mit. Es ist schon ziemlich cool. Einen schönen guten Morgen. Moin. Aus Texas. Wir haben super geschlafen. Erste Nacht wieder seit langem ohne Heizung. Oh, ihr seht es in unserer Kleidung, oder? Es ist warm. Wir haben, weiß ich nicht, 25 Grad oder so. Wir standen hier die letzten zwei Tage, also ist schon zusammengeklappt, aber wir standen hier, das war alles unser. Da vorne ist so ein See. Texas bietet sehr schöne Plätze und ganz, ganz viele Plätze in Texas sind kostenfrei. Wir fahren heute nach Houston. Nach Austin. Wir fahren halt nach Austin rein. Wir gucken mal, ob wir irgendwo einen Platz finden an so einer Schießanlage. Na, wenn man schon hier ist, dann muss man das da wenigstens mal mitnehmen, oder nicht? Klar. Das haben wir uns auch gedacht. Und deswegen gucken wir mal, ob wir da was finden. Bis gleich. Bis gleich. So, für uns geht's jetzt ab in die Shooting Range. Wir sind gespannt, wie es wird, was wir schießen dürfen. Ich habe keine Ahnung, weil wir sind ja Touristen. Ob wir es überhaupt dürfen? Das muss ich erstmal herausstellen, ob wir schießen dürfen. Denn wir sind halt eben keine Einheimischen und ob das so einfach möglich ist und was wir überhaupt bekommen, seid gespannt. Wir sind auch. Wir versuchen es erstmal schon mal mit einem Pass mitnehmen, dass man sich ausweisen kann. Wir sind gespannt. So, wir sind jetzt drin hier in der Shooting Range. Man hört schon vielleicht im Hintergrund, es wird hier fleißig geballert. Hier vorne liegt Munition und ein bisschen geht nicht mehr. Wir haben jetzt auch Munition bekommen. Und zwar haben wir einmal eine 9mm Pistole und wir haben eine AK-47. Da freue ich mich. Ich bin gespannt, was das wird. Jetzt heißt es Ohrenschutz auf und dann geht's los. Es war so krass irgendwie, es ist so komisch, weil das gibt's bei uns nicht. Und es fühlte sich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig an. Es war, hat aber Bock gemacht. Also ich ja, finde, es hat mega Bock gemacht. Ich wollte unbedingt, hat man gerade nicht gehört, ich wollte unbedingt die AK-47 haben, weil ich ja so ein Counter-Strike-Mädchen war früher. Und da muss man ehrlich sagen, da kennt man halt die AK-47. Aber es war schon echt ein bisschen kurios, oder? Aber ich muss sagen, ich habe mit viel mehr, also rückschlaggerecht oder mit viel mehr Kraft, die dahinter ist, aber also die Pistole war krasser in der Hand als die AK-47. Die war einfach so abdrücken, das gab einen Schlag, aber das war überhaupt nicht schwierig. Absolut. Also wenn man schon mal in den USA ist, nehmt es mit. Und das war hier ganz cool, weil wir hatten in Dallas geguckt, aber das war viel teurer zum Preis nämlich jetzt. Kostete $135 für uns beide. Die Lane, die wir gebucht haben, war für eine Stunde reserviert. Wir hatten ein Magazin für die AK-47 und 5 Magazin für die Pistole. 50 Schuss Pistole und 20 Schuss AK-47. Ja. Aber man glaubt es nicht, also ich habe immer noch Puls. Ich habe auch während des Schießens voll gezittert einfach, weil es so krass war. Aber es ist echt cool gewesen. Hat sich gelohnt. Macht es. Das lohnt sich und die Erfahrung, also man kann es ja nirgendwo anders machen in so einer guten Umgebung. Ja.
Wir haben unseren neuen Stellplatz gefunden. Eins ist schön und eins ist schlecht. Wir sind immer noch in Texas. Wir stehen am Golf von Mexiko, am Strand. Und hier im Wind ist es auch alles in Ordnung. Wisst ihr, was nicht in Ordnung ist? Sieht man das direkt schon. Da ist Nummer 1 und 2. Komm vom Wind. Aber im Windschatten ist es hardcore. Es ist alles voller Mücken. Alles voll. Sobald kein Wind ist hinterm Auto, Mücken ohne Ende. Oh Mann. Wir schauen mal, was wir das Beste rausmachen. Wir machen gleich mal unser Mückengerät wieder an, der Thermacell, und wenn hoffen, dass es abhaken, besser wird. Flammenwerfer oder so, ey. Wie man sehen kann, haben wir super Wetter hier in Texas. Leider haben wir auch, ja, müssen wir auch eine Träne verdrücken, weil es echt die letzten Tage für uns sind. Und es steht ein ganz unangenehmes Thema vor. Vielleicht kann man das hier erkennen. Wir müssen die ganze Karre ausräumen, weil wir für die Verschiffung alles neu verpacken müssen. Wir dürfen ja nichts lose oder offen im Auto haben. Wir müssen alles in die Boxen reinpacken, wir müssen alles hinter die Boxen, die müssen oben verzurrt werden, die müssen seesicher gemacht werden und auch sauber. Ja, aber alles hat mal ein Ende, und mit dem Verpacken jetzt realisieren wir so richtig, dass unsere Reise leider zu Ende geht, was wir sehr traurig finden. Wir schauen mal, aber wir haben noch ein paar Stunden Arbeit vor uns. So, Ladungssicherung, check. Wir sind fertig und so, zeigen wir euch mal, wie es jetzt aussieht. So. Also die Wasserflasche ist natürlich auch noch weg und so Kleinzeugs und so, aber ich würde sagen, besser geht's doch gar nicht. Wir haben so ein Gepäcknetz einfach genommen, hier befestigt und einen fetten Spanngurt rum. Das muss doch auf jeden Fall reichen. Drückt uns die Daumen. Jetzt gehen wir noch mal schön einen Hot-Tub, gehen danach duschen und entspannen noch ein bisschen. Bis morgen. Das findest du besser, oder? Ja, richtig schöne Poollandschaft hier. Ah, da treibt was. Wir sind immer noch auf dem Campingplatz, ne? Ist das nicht krass? So richtige. Ja, schwimmen! Schwimmanlage. Ja, schwimmen! Ja, schwimmen! Was ist los? Achso, soll ich dich erreichen? Kein Problem. Aber ist das nicht cool? So, das kostet halt mir noch nie, oder? Das ist aber dieses typische, wenn man hört, Unwetter in den USA. Also wir in Deutschland haben kein Unwetter, das ist richtig heftig. Also wir laufen hier durch Flüsse und der Sturm ist zum Glück etwas vorüber. Und wir hoffen, das Hängt noch steht und das Dachzelt noch steht. Oh, steht noch alles. Da hinten sieht man noch ein paar Blitze. Schön, aber Henk, hier sieht gut aus. Gut, dass wir Flipflops anhaben, weil man ist hier bis zum Knöchel im Wasser. Wir müssen wieder zurück im Dachzelt. Dachzelt hat es überlebt, ist nichts kaputt gegangen. Wir haben zwar jetzt überall Wasser und alles ist komplett nass hier drin an manchen Ecken, aber das nehmen wir in Kauf. Das war schon richtig, richtig heftig. Der Wind hat sich so krass reingedrückt und die ganzen Böen, dass das ganze Dachzelt auf der Seite hier schon in der Mitte vom Dachzelt angekommen ist. Das war richtig knackig. Und als wir ausgestiegen sind, weil die Blitze in Sekundentakt um uns herum überall waren, hat es natürlich genau dann, als wir draußen waren, angefangen zu hageln. Wir waren komplett durch. Hatten relativ viele Stromausfälle hier, aber jetzt gerade geht's wieder. Drückt uns die Daumen, dass es das war, dass das war für heute. Und wir jetzt in Ruhe schlafen können. Wir sind angekommen an dem Unternehmen, was unser Fahrzeug verschiffen möchte. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, es ist eine reinste Katastrophe. Wir haben ja hinverschifft mit Seabridge und jetzt zurück mit Overlander Shipping. Wir kamen hier an in diesem Unternehmen.
ich weiß nicht mehr den Namen davon. Die wussten von gar nichts, wollten uns gar nichts entgegennehmen. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, das war okay. Und im Nachgang sagten die, ja, nee, das ist das allererste Mal, dass wir überhaupt hier irgendein Fahrzeug von Campern verschicken. Schlüssel sollen wir offen im Auto liegen lassen. Richtig unangenehm. Mal sehen, ob das Auto überhaupt so ankommt, wie wir es abgeben. Also schlecht. Also wir fühlen uns richtig, richtig unsicher damit. Wir haben das Gefühl gehabt, nichts ist organisiert hier. Weil wir heute Morgen auch noch zwei, drei Mal mit dem Unternehmen, womit wir, also mit Overlander Shipping, muss vorher noch telefonieren ein paar Mal, weil das nicht funktioniert hat hier. Also Stress pur. So, wir sind jetzt hier in Houston am Flughafen. Wir warten bereits seit 6 Stunden. Habe ich gerade gehört. Was? Wir sind ja hier in Houston am Flughafen und sitzen schon seit 6 Stunden und haben noch ungefähr 3 Stunden vor uns. Aber ist ja nicht schlimm. Heute Abend geht es in den Flieger um kurz vor 10. Aber mittlerweile kurz nach 10, weil der Flieger Verspätung hat. Und wenn wir dann morgen in Heathrow in London ankommen, haben wir nur 7 Stunden Aufenthalt. Es wird schon. So, wir sind in Heathrow in London angekommen nach 8-9 Stunden Flug, ich weiß es nicht. Das stimmt. Der Vorteil an dem Flug ist allerdings, es war ein Nachtflug. Also wir sollten eigentlich um 20 vor 10 losfliegen. Wir hatten Verspätung und sind erst um 10:30 oder 10:45 losgeflogen und dadurch auch heute ein bisschen später angekommen. Ich bin ganz ehrlich, also jetzt mit dem Flug über, ich habe jetzt nicht groß schlafen können. Und ich habe mir ein paar Mal Gedanken gemacht über Hank. Ich mir auch. Weil ich bin ehrlich, es ist, ja, jetzt sagen viele, es ist nur ein Auto. Ja, es ist nur ein Auto, aber es war für ein halbes Jahr lang, über ein halbes Jahr lang, irgendwo unser Zuhause. Wir haben drin gewohnt und denen da irgendwie dieses Unabgeschlossene auf diesem Art Schrottplatz abstellen. Ich hoffe, der kommt an. Ich hoffe, selbst wenn Sachen fehlen, scheißegal, das kann alles ersetzen. Aber wir hoffen einfach, Hinki kommt an. Das wäre schon schön. Drückt uns hart die Daumen. Wir werden es in 4 Wochen sehen. Vermutlich wird das dann das allerletzte Video sein, was ihr von Hinki erstmal zu sehen bekommt, bevor es für uns mit dem Rucksack weitergeht. Hallo! Hallo zusammen. Ihr seht, wir sehen anders aus. Es hat sich einiges verändert. Ihr habt jetzt gerade erst das Video gesehen, wo wir Hank abgegeben haben und er eigentlich verschifft werden sollte. Aber es kam anders. Naja, er wurde doch im Endeffekt verschifft. Inweg haben wir ja per Fähre verschifft, roll on, roll off. Mhm. Der Rückweg war eine Containerverschiffung und die ging ja aus Texas. Und ja, also es ist ja nicht zu übersehen, dass Hank angekommen ist. Allerdings sollte die Verschiffung im Dezember starten und Mitte Januar ankommen. Hank wurde verschifft, irgendwas Ende Februar rum, ja. Kam auf jeden Fall Mitte März an. Ja. Dementsprechend hatten sich ja unsere Pläne, ja, wir hatten so geplant, dass wir weiterreisen, dass wir auch die Sachen aus Hank nutzen können und so weiter, hat natürlich alles nicht funktioniert. Es kam zu etlichen Komplikationen in den Staaten. Ja, es war unglaublich nervig, nervenaufreibend. Am 21. Dezember sollte das Schiff losstarten oder am 22. Wir haben extra gewartet bis zu diesem Tag, um dann den Flug zu buchen nach Vietnam von Deutschland aus, falls es dann noch weitergeht für uns. Naja, da kam keine Rückmeldung, also dachte ich, naja gut, dann ist wohl alles glatt gelaufen, sonst hätte man uns ja Bescheid gesagt und habe die Flüge gebucht. Einen halben Tag später kriegen wir eine Nachricht, nicht von der Firma, sondern von unserem Buddy, der mit uns verschifft hat, dass das Schiff gar nicht abgelegt hätte und dass es mindestens eine Woche Verspätung hatte. So fing das Dilemma an. Genau, hätte der uns das nicht gesagt, von der Firma an sich haben wir gar nichts erfahren, ja. Überhaupt nichts. Also das war die Kommunikation war eine reinste Katastrophe, das ging die ganze Zeit so weiter, dann haben wir keine Fotos bekommen. Wir haben gesagt, wir würden gerne wissen, wie es dem Auto geht so ein bisschen, weil wir haben es an einem Schrottplatz hinterlassen, unabgeschlossen. Und das ist kein schönes Gefühl, wenn man so sein Zuhause, was man hat, einfach da alleine stehen lässt. Also auf jeden Fall war es ein Riesendrama. Irgendwann ist Hank dann aufs Schiff gegangen, im Container glücklicherweise auch und ist auch angekommen. Wir haben keine Schäden. Also wir konnten das Auto nicht abholen, das haben dann Sebastians Eltern abgeholt, weil wir zu der Zeit in Japan oder Indonesien waren. Ich glaube, Indonesien waren wir. Ja. Trotzdem war das eine Sache, wo wir gesagt haben, okay, mit der Firma werden wir nie wieder verschiffen. Wenn ihr wissen möchtet, welche Firma, dann schreibt ihr uns bitte bei Insta und wir sagen euch das gerne. Das Problem ist einfach nur das, wenn man selbst was kontrollieren kann, ist das alles schön und gut. Hier war der Fall, man verlässt sich auf jemand anders, der angeblich Profi in dem Thema ist. Und also nicht nur das,
nicht alles funktioniert, sondern wenn man anruft und niemand erreicht und E-Mails schreibt und es kommt keine Antwort tagelang und man bittet zum Beispiel um Bilder, wie sieht der Wagen aus, steht er überhaupt noch in Texas, was ist passiert, und man über Monate nichts bekommt, verliert man das komplette Vertrauen. Ja. Und es war sogar so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns eventuell damit abfinden, dass es den Wagen nicht mehr gibt. Dass der vor Ort abhandengekommen ist, jemand hat den geklaut, der ist abgebrannt, was weiß ich, keine Ahnung. Also alles in allem sehr viel Stress, sehr viel Ärger, sehr unschön und ja, so nie nochmal. Absolut nicht. Aber wisst ihr was? Henki ist da. Wir hatten noch eine tolle Reise, denn für uns ging es weiter. Und das werdet ihr im nächsten Video sehen. Und wir danken euch sehr, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Danke, dass ihr unsere tollen Momente auch genossen habt und bei uns wart die ganze Zeit. Wir sind sehr, sehr dankbar drum. Ganz ehrlich, jedes Abo und auch wirklich jeder Aufruf von diesem Video, das hilft uns total. Und wir hoffen, ihr begleitet uns weiterhin, denn als nächstes geht es für uns nach Vietnam. Von mir auch nochmal ein ganz dickes Dank an alle, die dabei waren, die uns verfolgt haben. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auch auf Asien. Eine komplett andere Welt, komplett was anderes von dem, was man bis jetzt gesehen hat. Aber für uns auch sehr interessant. Und jetzt gibt es noch was Kleines für euch, denn jetzt gibt es noch die Begrüßung von uns, als wir Henk gesehen haben. Und auch, ihr seht die Reaktion unserer Eltern, als wir sie überrascht haben, denn es wusste niemand, dass wir nach Hause kommen. Aber wir sagen schon mal tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Na, da freut sich jemand. Ja, also Henk ist wieder da. Ah, schön. Überraschung. Was ihr denn jetzt hier? Ja, wir sind schon zurück. Wir wollten dich überraschen. Oh. Oh nein. Oh. Ich hab Essen mitgebracht. Ich glaub das nicht. Hallihallo. Überraschung. Nein. Hä? Nein.